Und so. Ja, dann nehme ich mir jetzt keine Eisendings mit. Das halte ich für überflüssig. So, dann nehme ich mir eine Axt mit. So, 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 so. Nahrung habe ich noch, deswegen verzichte ich hier auf den Ofen. Also da haben wir jetzt erstmal so das Grundequipment. So, Eisen hätte ich gerne. Ja, prima. Das habe ich mir nämlich aufgehoben, extra für Notfälle. Weil da kann ich wenigstens für die Verteidigung mir ein Eisenschwert machen. Und das ist ja dann auch schon mal ganz gut. So, dann haben wir hier ein Eisenschwert. Ja, klar, die EPs muss ich jetzt auch alle sammeln, weil die sind auch im Arsch. Und ihr habt euch jetzt bestimmt gefreut, ne? So, Gaming Spence ist schon wieder gestorben. Ja, so ist es passiert hier. So eine Scheiße hier. Ey, hau scheiß die Wand an hier. Mann, 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 nur mit dem Kopf durch die Wand. Hier, so eine Scheiße hier in Minecraft. Und hier stoße ich mir ständig den Kopf hier, ey. Mann. Ah, fuck. Ach, sowas regt mich ja immer furchtbar auf, ey. Da kann ich mich aber auch wieder den ganzen Tag drüber aufregen, über so eine Scheiße hier. Mann, ey. So, Erde nehme ich wieder mit. Vergiss doch eh wieder die Hälfte. So, jetzt brauche ich aber jede Menge Eisen. Müssen wir, hoffentlich haben wir jetzt noch Eisen hier, sonst müssen wir vorher in die Höhle reingehen. Aber ich glaube, ich habe ordentlich gefarmt Eisen, weil Eisenmangel gibt's ja hier. Eisenmangel, ja, Eisenmangel gibt's hier nicht. So, Brot haben wir da oben. Toll, dann nehme ich mir erstmal 26, ne, 23 mit. Hier ist Eisen, das ist doch prima. So, meine Angel ist übrigens auch weg. Ja, ich hatte mir eine Angel mitgenommen. Jetzt ist die Angel da weg. Fackeln sind auch weg und wir haben keine. Och, Mann, ey. Scheiß Dreck hier. Scheiße. So, jetzt mache ich mir erstmal eine neue Rüstung. So, dann hat er das schon mal. So, dann braucht er wieder sein Pullover. So, da hat er sein Pullover. Dann braucht er natürlich eine Hose. Aber um die Rüstung, ehrlich gesagt, tut mir das gar nicht leid, weil die war so angeditscht schon, die wäre eh bald kaputt gegangen. Also aus diesem Grund. So, jetzt kriegt er noch ein paar Schuhe. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. So, my friend, kann sich jetzt erstmal anziehen. So. Nee, doch. Und hier. Zack, 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 zack. Ja, das ist ja volle Montur hier. Alles auf 100%, prima. So, jetzt brauche ich meinen Redstone. Also, das ist ja wirklich so. Meine Fresse, da. So, Redstone. Wo haben wir denn Redstone? Haben wir denn überhaupt noch Redstone? Spinnenauge. Redstone, Redstone. Ja, Redstone hier, guck mal. Prima. So, dann können wir mal eben. Ach, da stehe ich drauf. So, Norden, Osten, Süden, Westen und in der Mitte zum Aktivieren. Zack, da haben wir auch wieder einen neuen Kompass. Ja, eine Angel. Soll ich mir eine Angel mitnehmen wieder? Die kostet mich ja nicht so viel. Ich glaube, das Eisen, das werde ich mal lieber hier unten lassen. So, eine Angel. Ja, dazu bräuchte ich Spinnfäden. Haben wir Spinnfäden? Ja, haben wir noch. Da reichen mir zwei aus. Dann machen wir eben noch schnell eine Angel für einen Notfall, falls wir in die Bedrohung kommen mit Nahrung. Was ich zwar nicht glaube, aber naja, man weiß ja nie. So, dann haben wir das auch wieder. Ja, das Bett, das ist jetzt die Frage. Soll ich mir ein Bett mitnehmen oder nicht? Also, wenn ich mir so überlege, was da gerade passiert ist, dann baue ich mir mal lieber kein Bett, oder? Scheiße hier. Mann, Mann, Mann. So, reicht es? Was wollen wir eigentlich machen? Ach so, wir suchen ja immer noch den Dschungel. Also mit euch erlebe ich hier Abenteuer. Wäre ich bloß hier im Bunker geblieben, ey, dann hätte ich hier schön weiterbauen können. Aber nein, wir müssen ja unbedingt auf Wanderschaft gehen, um uns hier irgendwie Abwechslung zu verschaffen. Und jetzt hatten wir genug Abwechslung, ne? Voll abgesoffen, Gamey-Spenst. Voll im Teich ersunken. Naja, gut, war ein Ozean gewesen. Nicht nur nasse Socken gekriegt, sondern auch noch voll das Wasser in der Lunge. Und abgegluckert ist er mit Samt-Equipment. Ich bekloppt werde ich, du. Naja, jetzt passen wir mal ein bisschen mehr auf. Versuchen wir uns mal wieder einzukriegen. So, das Boot, das packe ich mir jetzt gleich hier rein. Nicht, dass das gleiche nochmal passiert. Ich bin ja so ein Trottel. Okay, also, wir haben Nahrung für unterwegs. 23 Brote sollte reichen. So, wir haben zwei Boote hin, zwei Boote zurück sollte auch reichen. Eine Angel für Notfall, vier Spitzhacken sollte reichen. Eisenschwertnagel neu, ein paar Steinschaufeln und eine Steinaxt ist in Ordnung. Kompass haben wir zum Zurückfinden. Ja, Cobblestones haben wir da. Notfalls können wir uns einen Ofen bauen.
Was wir jetzt nicht haben, sind die Fackeln. Ja, und das ist suboptimal. Wir brauchen Kohle. Wie viel Kohle haben wir denn hier? Einmal 27, einmal 14. Die 14 nehme ich jetzt mit. Auch die habe ich natürlich für den Notfall aufgehoben. Und ja, die werden wir jetzt eben mal verbrauchen. Mal wenigstens so ein paar machen. Naja, 48 Stück. Zweimal Kohle ist übrig geblieben. Kohle müssen wir eh farmen gehen. So, dann haben wir da 29 noch für den Notfall. So, und irgendwas stört hier gerade. Das heißt, ich werde mal die Axt, die brauchen wir nicht ganz so häufig. Naja, oder pass auf, wir machen die Spitzhacke da noch hin. Und verschieben das einfach alles einmal. Und dann kann jetzt auch die Fackel da unten mit rein. So, jetzt haben wir natürlich wieder keine Stöcker. Das heißt, da werde ich mir auch noch mal gleich ein paar craften für Notfall. So. Einen Knopf brauche ich nicht. Naja, also es sieht ja ganz gut aus, das Equipment. Zumindest ist jetzt alles niegelnagelneu und auf 100%. Und Kompass, funktioniert da? Ja, funktioniert. Prima. So, dann wollen wir mal hier nach oben wieder. Und auf ein neues, Freunde der Nacht. Ich weiß nicht, ob jetzt wieder dunkel wird oder Tag wird oder ist gerade hell geworden. Ich weiß es nicht. Aber weißt du was? Ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Die Richtung hat mir nicht gefallen. Weil bis ich da bin, sind die Sachen vom Meeresgrund eh weg. Ansonsten, ich kenne mich. Ich bin so ein Geizhals. Und dann wäre ich da garantiert wieder hingegangen. Dann wäre ich bestimmt ein zweites Mal ersoffen. Wieder mit voller Ausrüstung. Und dann noch ein drittes Mal, weil ich unbedingt die Sachen dann wieder zurückhaben will. Und dann, ja, Dave, ne? Jetzt hast du dich gefreut, ja, ne? Schöne Grüße an den Dave 1988, Dave 1988. Der hat sich vom PC hundertprozentig wieder beölt über meine Ungeschicklichkeit. Ja, diesmal nicht die Creeper, die mir zum Verhängnis werden, sondern tatsächlich meine eigene Blödheit, ey, echt. Aber das muss man doch wissen, ja? Dass man da das Inventar im Prinzip nicht öffnen kann, wenn man im Wasser ist. Ich meine, was soll denn das? Warum geht denn das nicht? Da muss ich mich mal bei Mojang hier mal beschweren hier. So ein Scheiß. Ich war da gerade so schön in Fahrt da auf dem Wasser, wollte ich da schön mir ein Boot nehmen und zack, ist er da weg, ne? So. Jetzt fliegt ja auch noch eine Mücke rum hier. Mann, 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 ey. Egal. So, jetzt geht's aber weiter. Jetzt sind wir ja neu aufgetankt. Jetzt haben wir Essen alles bei. Hier ist ein schöner Wasserfall. Waterfall. Ja, geil. Watergate. Prima. So, jetzt geht's aber weiter hier runter nach. Komm, zack. Und jetzt hier mal gucken, hier, wo unser Dschungel ist hier. Das kann doch nicht sein, wo irgendwo muss ein Dschungel sein. Das wäre jetzt noch gewesen, wenn ich jetzt noch in eine Schlucht gefallen wäre. Also ich glaube, dann hätte ich heute die Aufnahme beendet, Leute. Dann hätte ich keinen Bock mehr gehabt. Dann hätte ich auch gesagt, so, lass mich in Ruhe mit der Scheiße hier. Oh, dann hätte ich erstmal wieder eine Woche Pause hier braucht, für die Nerven dann. Erstmal ein Bier kippen oder so. Okay. Mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Also erstmal irgendwo im Gebirge. Ach, und Schnee haben wir auch mal wieder. Naja, das ist ja. Oh Gott. Und auf der anderen Seite muss ich eh wahrscheinlich gleich wieder runter, oder? Zum Glück habe ich hier wieder mitgenommen. Ich versuche mal ein bisschen zu sparen. So. Ja, na prima, und die Sonne geht auch schon wieder unter. Das ist doch wirklich nice, ey. Ach ja, ist das herrlich. So. Wieso ist da jetzt auf einmal der Spawn? Das verstehe ich auch nicht. Aber wir werden mal in die Richtung da gehen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich werde auch übrigens wieder durch die Nacht laufen. Also ich baue mir jetzt garantiert kein Bett, Leute. Also das könnt ihr vergessen, das meine ich. Da müssen wir durch. Eher stelle ich mich irgendwo unter in irgendeine Höhle rein oder so und buddel mich zu und harre die Nacht aus, auch wenn es langweilig ist. Ich kann die Aufnahme dann kurz unterbrechen und. Aber das ist mir einfach zu risikoreich. Da habe ich keine Lust zu. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir jetzt hier rauskommen. Hier wäre übrigens Kohle. Und Schafe. Aber schöner roter Himmel. Naja, war gerade roter Himmel. Naja, Tiger halt, ne? Das war wieder was gewesen hier, da. So, da kommen die Kopflosen an. Ich versuche da mal den zu flüchten. Ich gehe jetzt mal wieder nach oben eine Runde.
Toll, krieg wieder kalte Füße hier. Keine Socken eingesteckt, hier schon wieder Schnee. Prima. Oh, da geht's auch. Tief runter. Hast du mich gerade erschrocken? Voll im NATO-Grün hier, das Vieh. So. Jetzt mal hier runter, vorsichtig. So. Okay. So, es ist erstmal bahnfrei hier. Ich will nicht da reinfallen. Okay. So, das klappt ja einigermaßen. Und haben wir da einen Dschungel? Haben wir einen Dschungel? Nee, wir haben ein Birkenwald mit tanzenden Kühen auf Baumkronen. So, also, Leute, das ist schon alleine so ein Grund, dass Minecraft einfach ein arschgeiles Spiel ist, weil wer hier sagt, hier passiert nichts, der lügt, weil hier passiert ja ständig was, ne? Ist ja wie im wirklichen Leben, da passiert ja auch ständig was. Also es ist immer abenteuerlich. Irgendwas passiert immer. Ne? So. Ja, jetzt sind wir hier voll im Wald, jetzt erstmal drin in so einem Mischwald. Ist auch schon mal ganz nett. So, jetzt sammeln wir mal wieder ein bisschen. Lalalala. Also hier stören ja dann immer diese, ja, diese Blätter, weil die nicht so hoch sind. Da rennt man dann immer gegen. Das ist auch mal ein bisschen blöd, finde ich. Aber naja, geht schon. So, können wir ein bisschen ausweichen. Prima. So, jetzt bin ich mal gespannt, was als nächstes Biom kommt. Hier haben wir erstmal wieder Gravel. Oder aber auch Kies. Und da fängt das nächste Biom an, und zwar ein Sumpf. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, Sumpf gibt's natürlich die Hexen. Einer mit der stärksten Gegner in Minecraft, weil die, ja, generieren sich recht schnell und natürlich heilen die sich auch selber. Oh, da höre ich einen Hund. Da ist ein Hund, beziehungsweise ein Wolf. Oh, ein Lupo. Na? Ja. Ne? Ja, den holen wir uns später. Da gehen wir garantiert auch nochmal auf die Suche. Hier gibt's die blaue Orchidee, die kann ich ja auch mal eben mitnehmen. Für den Blumentopf halt, ne? Deko. Mr. Skeleton höre ich. Oh! Oh, und tschüss. Jetzt hätte ich übrigens einen Knochen, jetzt könnte ich den Hund ja anlocken, aber ich glaube, der ist mit einem Knochen nicht zufrieden, also ist ganz selten. Also zwei, drei sollte man mindestens mitnehmen, dann freuen die sich über die Knochen. Gehirne kann man denen auch geben, übrigens, zu essen. Dann freuen die sich auch. Also, vergammeltes Fleisch. Auch so ein Kapitel für sich, ne? Ich weiß gar nicht. Hatte ich das im Let's Play schon mal angesprochen? Also, es geht mir ja oft immer so, dass ich da immer so auf Sachen komme, wie hier in Minecraft, ne? Ich ziehe immer ganz gerne auch immer so ein... Ich bin eigentlich voll irgendwie so eine Minecraft-Manie oder so, ne? Hab ich ja. Ich vergleiche ja schon das reale Leben mit Minecraft. Da gibt's ganz oft, wo ich so einen Vergleich ziehe. Das ist wirklich schon voll extrem, ja. Also da bin ich schon psychisch völlig geschädigt durch dieses Game hier. Dass ich schon in einem realen Leben immer mit Minecraft vergleichen muss. Und da habe ich mal die Überlegung erstellt, so, weil man kann ja hier auch dieses vergammelte Fleisch essen, ne? Hier in diesem Texture Pack gehören. So, und dann stelle ich mir so vor, das ist ja eigentlich voll kannibalistisch, ne? Das ist ja Kannibalismus, der hier betrieben wird. Ne? Wie so ein Ghoul, man isst totes Fleisch. Und wenn man so weit denkt, okay, das Vieh hat ja noch gerade eben erst gelebt, ja, dann kannst du ja sagen, okay, du isst ja im Prinzip Fleisch. So, und Hunde ja auch dann, ne? Kannst auch Hunde damit füttern zum Beispiel. So, und hier frage ich mich dann, wie ist denn das dann in der Realität, ne? Wenn dann auf einmal, stell dir vor, du gehst ins Restaurant und da gab es einen Stress mit einem Kellner, der hat irgendwie aufgemuckt, weil die verkaufen den bei Drogen oder so. Und dann töten die den und dann kommt der halt in den Mixer rein oder so ähnliche. Alter, dann kommt er halt in den Mixer rein oder in den Fleischwolf und dann wird es dann den serviert, ne? Und dann isst man im Prinzip als Gast, als harmloser Gast dann auf einmal Menschenfleisch. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Krasse Sache, oder? Lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen, wie sich das anhört. Und das ist ja nun keine Seltenheit, weil neulich erst, wo war es gewesen? Ich glaube in Nigeria, glaube ich, da ist doch da so ein Restaurant hochgenommen worden von den Behörden, weil die hatten da Menschenköpfe in Zellophan drin. Ist jetzt keine Lüge, Leute, das ist jetzt keine Horrorgeschichte aus einem Horrorfilm, ist wirklich passiert. Und dann haben die da wirklich auch da Menschenfleisch serviert, ne?
Und hier in Berlin gab es ja auch mal von Studenten so ein Experiment, da wo die da angekündigt haben, dass es Menschenfleisch gibt, und da haben sich ganz viele Leute freiwillig gemeldet. Aber das hatte ich, glaube ich, im Let's Play schon mal erzählt. Also richtig krasse Sache, ey, krasse Scheiße. Überlegt euch mal, wie pervers das ist. Ich meine, Kannibalenfilme sind cool anzugucken, aber wenn das dann in echt ist, ist ja richtig kacke, ne? Ih, das ist doch pervers. Stellt euch mal vor, ihr isst Menschen, ey. Oh, ich werd doch Veganer. Ey, ihr Veganer, sagt mal Bescheid. Ich will ja mitmachen in eurem Club. So. Ey, was ist denn jetzt los hier? Hallo? So. Ja, also wir sind hier erstmal immer noch im Sumpf, hier voll im tiefsten Sumpf. Und gerade eben, da habt ihr ja schon gesehen, da habe ich hier so eine Slimies da mal gekillt. Slimies gibt's ja auch so eine kleine Anekdote zu erzählen aus dem Let's Play Nummer 1. Die haben nämlich so komisch geklackert. Die klickern noch immer so, ne? So klack, 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 klack machen die. Und da wusste ich damals gar nicht, was das ist. Und das war so gruselig, das Geräusch, weil ich da auch gerade in so einer fetten Höhle drin war. Da bin ich voll erschrocken und dann sehe ich da halt so einen komischen viereckigen Schleimklumpen. Und dann dachte ich auch so, mein Gott, das ist ja total harmlos gewesen. Ja, die duplizieren sich zwar, aber das ist ja nicht weiter wild. Also das ist ja, ne, so. Prima. Ja, ich irre ja immer noch planlos durch die Nacht. Und, ja, suche einen Dschungel, den ich immer noch nicht gefunden habe. Bin ich überhaupt noch auf Kurs? Da lang muss ich, okay. Ja, da lang muss ich, ja, da ist genau ein Baum hier. Klasse, du. Aha. Da hinten steht ein Creeper, warte, ne. Das sieht man hier gar nicht. Und jetzt spiegelt die Sonne auch noch so schön hier auf dem Monitor. Mann, ist ja klasse. Da ist auch ein Creeper. Ja, der hat mich aber nicht erwischt. Der hat aber hier gleich einen ganzen halben Wald gerodet. Und dann nehmen wir das mal mit, weil wenn er das schon gemacht hat, das finde ich immer sehr nett von dem Creeper. Und auch Erde können wir zum Hochbuddeln gebrauchen. Terraforming mache ich natürlich nicht auf Wanderschaft. Minecraft ist so groß, da glaube ich, ist das nicht erforderlich. So, in die Richtung. Ah, lalalala. So, es wird doch langsam wieder hell. Prima. Die Sonne geht auf, das ist schon mal ganz gut, weil dann hängen uns die Monster nicht am Nacken. Schön, der Sonnenaufgang in Minecraft. Prima. So. Ja, und weiter geht's. Lalalala. Und hier schön auf Wanderschaft. So, ihr Leute, jetzt habt ihr aber genau das, was ihr wolltet. Nämlich Abwechslung. Und hier ist ja nun wirklich genug Abwechslung. Wir sind hier voll im Mischwald. Wir waren eben noch im Sumpf gewesen. Und Slimies und im Wasser ersoffen. Und was hat man noch gehabt? Ein paar Pilze haben wir gesehen. Hund haben wir gesehen. Hier sehen wir jetzt Schweine. Also da ist ja nun wirklich Villager, hatten wir auch schon gesehen gehabt. Hier eine tolle Birke, ne? Also, ich glaube, da ist doch jetzt wirklich Abwechslung drin hier, oder? Jetzt kann doch keiner sagen, dass wir hier stumpfsinniges Abtragen und Bauen machen. Also, ich glaube, dieses letzte Bild, das gelingt mir ganz gut. Ich soll mich ja nicht selbst loben, ich weiß, aber ich glaube, das kann ich mir erlauben zu sagen, dass es ganz gut läuft. Und jetzt regnet es übrigens auch so schön. So, und wir sind schon wieder am Map-Ende, weil hier ist schon wieder der Ozean. Der Kontinent ist vorbei. Und yay! Ups. Ja, Leute, ich öffne jetzt nicht das Inventar. Das könnt ihr vergessen. Scheiße, ja? So. Ja, ich guck mal eben auf den Kompass. Okay, also in die Richtung. Ich werde mal eben gucken. Vielleicht baue ich mir dann auch gleich ein Boot. Beziehungsweise, ich habe ja hier ein Boot. Ich will nur mal gucken, wie es da weitergeht. Und der Ring ist immer so laut, ey. Da muss ich mal so ins Mikro reingrölen. Weil der Regen hier so laut ist immer. Wahnsinn. Lalalala. So, da baut sich was Neues auf, nämlich Birken. Und jetzt weiß ich nicht, ist das schon wieder Eis hier oder ist das eine Sandbank oder... Ah, eine Sandbank ist das. Ja. Gut, ich werde mal da eben noch rüber. Lalalalalalala. Mensch, ist ja richtiger Wolkenbruch hier, ne? So, huch, schon wieder unter Wasser. Meine, sind aber die Ohren sauber gespült, du. So, Kopf ist auch gewaschen, prima. Ja, also noch können wir uns hier bewegen.
Sieht alles interessant aus, aber nicht nach Dschungeln. Also ich glaube, wir werden mal das Boot zu Wasser lassen. Und da mal reingehen. Und einfach mal ein bisschen Boot fahren. So, mal sehen, was sich hier passiert, was sich hier aufbaut. Und dann mal schauen. Also hier haben wir erstmal eine Plains hier mit ein bisschen Sand, ein schöner Beach. Hier ist eine Sandbank. Wollen wir vorsichtig sein, ne? Nicht, dass ich hier gleich zerschellen tue. Ja, Stone Beach, Plains. Was ist das da? Schafe. Okay. Ja, die werden erstmal nass, dann stinken die voll. Weil das Fell, ne? Das ist ja staubig und wenn dann da Wasser raufkommt, ja, dann suppt es so komisch und dann stinkt es. Ja, genau. So, ja, wo ist denn der Kompass hier? Oh, ja, der Kurs stimmt, entgegengesetzt des Spawnpunktes, also, mal schauen. Also theoretisch müsste ja dann jetzt wieder Eis kommen, ne? Eigentlich. Wobei ich das immer noch nicht verstanden habe, wie dieser Kompass hier funktioniert, also... Es kommt mir schon wieder so vor, so wie ob ich hier irgendwie untergegangen bin. Da müsste jetzt theoretisch Eis kommen. Weil wir sind doch auch entgegengesetzt der Kompassnadel vorhin gewesen, oder? Ich blick hier nicht durch. Also so irgendwie, so ganz habe ich dieses Prinzip nicht verstanden. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal freie Fahrt voraus. Ich hoffe nicht, dass wir gleich Titanic spielen und, ja, ich hier voll gegen eine Eisscholle ramme und die dreht dann quasi die Titanic um. Ja, die kippt dann halt um so. Oh, hier ist erstmal... Na toll! Nein, ey. Nee. Nee, Leute, ich öffne nicht das Inventar. Das könnt ihr vergessen. Vergisst es, ey. Ich werde nicht das Inventar öffnen. So. Ich hoffe, dass hier irgendwo eine Sandbank ist. Ich glaube, da ist eine Sandbank. Ich weiß nicht, wie tief die ist, aber das können wir uns ja eben angucken. Jetzt fehlt mir nur noch so ein Unterwassertempel, dass ich hier angegriffen werde, ne? Das fehlt jetzt noch. Also hier sehe ich so eine kleine Sandbank da, so eine... Ich weiß jetzt nicht, wie tief die ist, ob ich da stehen kann. Können wir gleich mal testen. So, ein bisschen vorsichtig natürlich. Ja, ist jetzt nicht so tief. Also ich glaube, jetzt könnte ich mir mal erlauben, das Inventar kurz zu öffnen. So. Und schnell wieder nach oben. Ja, das hat funktioniert. Ho! Hui! Cool. So, Boot. Hier. Zack, jetzt bin ich erstmal drin. Und es geht weiter. Ja, ich habe Glück gehabt, dass da so eine kleine Sandbank war, ne? Ja. Oh, und der Regen, der geht mir jetzt gerade voll auf Sack hier, ey. Meine Fresse da. Da ist auch ein Wetter hier. Ah, Wolkenbruch. Ist das Eis hier? Was ist das denn? Das ist Eis hier, ne, oder? Oder ist das Sand? Sand. Es baut sich hier ringsrum was auf. Sieht nach Wüste aus. Okay. Versucht das mal zu umrudern. Oder zu umfahren. Weil ich würde schon gerne lieber auf dem Wasser bleiben. Vor allen Dingen viele Boote haben wir auch nicht mehr. Das kommt noch dazu. Also noch kann ich hier langfahren. Wobei der Vorteil ist, in der Wüste regnet es nicht. Das ist...
Ist die Frage, nun will ich darüber über die Wüste? Jetzt ist eine Plains hier. Ja, komm, nehmen wir mit. Immerhin haben wir das Holz wieder gekriegt. Ich glaube, ich sollte mal in die Wüste gehen, weil da regnet es nicht. Weil der Regen geht mir gerade tierisch auf die Eier. Was ist das hier? Ach, ein Pferd. Oh, ein Pferd, cool. Habe ich einen Sattel bei? Nee, natürlich nicht. Oh, raus aus dem Regen, ey.